Nie wieder ist jetzt. Für Demokratie gegen Faschismus. Unter diesem Motto hat der Bündnis gegen Rechts Gotha als Bund TV am Samstag, den 10. Februar, zur Demonstration in Gotha aufgerufen. Die Demonstration knüpft damit an viele weitere Kundgebungen der vergangenen Wochen in ganz Deutschland an. Anlass sind die Enthüllungen der Rechercheredaktion Corrective. Anmelder der Demonstration Felix Kalbe erklärt, wie es zu dem Aufruf in Gotha kam. Wir haben uns entschieden, nachdem diese Welle in Deutschland losbrach und Leute wirklich wieder aktiv auf die Straße gegangen sind, um eben auch gegen Faschismus auf die Straße zu gehen und dann einfach ihre Farbe zu bekennen und zu zeigen, dass kein Platz für Faschisten in unserer Gesellschaft ist. Da haben wir uns in Gotha zusammengesetzt mit unserem Bürgerbündnis gegen Rechts, das es schon seit sehr vielen Jahren gibt und das die letzten Jahre auch viel zu tun hatte. Und haben gesagt, wir müssen in Gotha auch sowas anschieben. Und deswegen haben wir die Demo hier in Gotha ins Leben gerufen. Und die Leute, die hier da sind, zeigen einfach auch heute mit ihrer Anwesenheit Gesicht und bekennen, dass es eben ein breites Bündnis von Menschen gibt in der Bevölkerung, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen. Und dafür sind wir sehr dankbar. Na, heute ist quasi eine Art Startschuss natürlich für eine Bewegung, hier in Gotha zu zeigen, dass es keine Kooperation mit der AfD gibt, dass es keine, ja, dass wir keinen Platz haben für Menschen, die Rassismus und Menschenfeindlichkeit in ihrem Wahlprogramm stehen haben und das tagtäglich vorleben. Das wollen wir nicht sehen. Und deswegen sind wir hier zusammengekommen und stehen eben ein für eine tolerante Gesellschaft. Und wir hoffen natürlich, dass diese Bewegung weiter wächst und dass es natürlich weitergeht damit. Wie sieht die Demo heute in Gotha aus? Wo führt sie lang? Wir laufen hier vom Coburger Platz in Gotha West, was ja quasi schon ein Ballungsgebiet auch in der Stadt ist, wo viele Menschen wohnen, unterschiedliches Couleurs. Und das ist auch das Viertel in Gotha mit den meisten Menschen mit Migrationshintergrund, also wirklich ein pluralistisches Viertel. Wir laufen von hier oben los am Landratsamt vorbei, durch die Jüdenstraße am Augustinerkloster entlang und treffen uns dann quasi auf dem oberen Hauptmarkt, wo es nochmal ein paar Abschlusskundgebungen geben wird und natürlich Musik. Vielen Dank. Ich bin seit deiner Anfrage sehr aufgeregt und habe mir einige Fragen gestellt. In erster Linie, was möchte ich heute sagen? Mache ich mich angreifbar oder gewähre ich womöglich meine Familie, wenn ich heute hier auf der Bühne stehe und nicht mehr anonym bin? Und vielleicht geht es da einigen von euch wie mir, die bisher auch nicht besonders laut waren, aber jetzt die Sorge um ihre Liebsten und die Demokratie auf die Straße treibt. Galit Marut ist einer derjenigen, der seine persönlichen Erfahrungen teilt. Ja, Sie haben hier heute auf der Kundgebung geredet. Stellen Sie sich mal kurz vor, warum sind Sie hier? Warum ist es Ihnen persönlich wichtig, ein Zeichen gegen Recht zu setzen? Ich bin heute hier, weil ich hier aufgewachsen bin in der Stadt Gotha und weil ich auch noch hier einen Bezug habe, sei es über die Familie, über Freunde. Und ich wurde von Michael Weinmann, das ist unser ehemaliger Fahrer, aber auch ein Familienfreund. Und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht heute was sagen möchte, nur ein paar wenige Minuten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, es ist jetzt einfach auch Zeit. Ja, beziehungsweise ich habe es gespürt, dass ich jetzt auch ein paar Worte loswerden darf. Und dass es dann auch noch in meiner Heimatstadt geschieht, wo ich dann auch aufgewachsen bin und auch meine Eltern hier sind, war für mich halt umso schöner. Und deswegen habe ich die Möglichkeit ergriffen. Ja, warum war es denn persönlich für Sie ganz wichtig heute? Nun ja, wir sind in Thüringen. Wir haben hier eine AfD-Quote von über 30%. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass vor allem auch Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sich, ja, diesen Mut, den man nun mal auch braucht, diesen Mut nehmen und auf die Straße gehen. Ja? Und dass das diese große schweigende Mehrheit, dass die jetzt laut wird. Und dazu gehöre ich auch, aber heute war es anders. Heute durfte ich, wurde gefragt und deswegen habe ich gesagt, ich mache es auch nicht. Man sieht es auch in anderen Städten. Ja. Wir müssen uns Erfurt angucken, wir müssen uns Jena angucken, Berlin, Hamburg. Es sind Millionen Menschen auf die Straße gegangen und auch Gotha hat heute auch ein Zeichen gesetzt. Vielen Dank. Anschließend bewegt sich der Demonstrationszug über die Humboldtstraße, Bürgeraue und die Jüdenstraße. Angekommen am oberen Hauptmarkt nutzen weitere Redner ihre Stimme.
Albrecht Loth vom Bündnis gegen Rechts schaut auf den Tag der Demonstration zurück. Ja, die Demo neigt sich jetzt dem Ende. Wir sind hier gerade auf dem Hauptmarkt. Hier konnten noch viele Leute ihre Stimme erheben. Was sagen Sie denn, wie ist die Demo jetzt verlaufen und wie viele waren denn auch da letztendlich? Ja, also wir haben die Zahl gehört von etwa 1500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Ich denke, das ist sicher auch realistisch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass der Hauptmarkt in der letzten Zeit für eine politische Veranstaltung mal so gut gefüllt war. Ich kann das zwar auch schlecht schätzen, aber ich glaube, das ist durchaus realistisch. Und die Kundgebung oder die Demonstration auch auf dem Weg dann vom Coburger Platz zum Hauptmarkt ist unseres Wissens nach reibungslos verlaufen. Also mir sind jetzt keine Vorfälle bekannt geworden. Ich weiß nicht, ob den Anmeldern, die hier um die Ecke stehen, die da was anderes sagen können, aber meines Wissens ist alles wirklich ruhig geblieben und so haben wir uns das natürlich auch gewünscht. Die Stimmung ist gut, das Wetter spielt mit, also es hätte eigentlich nicht besser sein können. Also sind Sie rundum zufrieden mit dem, was die Gotha Bürger und Bürgerinnen heute hier, was für ein Zeichen Sie setzen können? Das sind wir auf jeden Fall. Es ist ja doch immer so eine gewisse Unsicherheit, wie viel man dann auf die Beine bringen kann, wie viel man mobilisieren kann. Die Ferien haben ja nun heute auch begonnen. Da haben wir auch von einigen gehört, dass sie jetzt ferienurlaubsbedingt verhindert sind. Und ja, auch so über Kreuzvergleiche mit anderen Städten, die sind ja auch immer schwer. Also man ist ja dann doch immer wirklich gespannt, wie viele sind dann am Ende wirklich da. Und ich denke, da haben wir unser, ich sag mal so, selbstgestecktes Ziel durchaus erreicht. Auch verschiedene Demonstranten und Demonstrantinnen erklären ihre persönliche Motivation, an diesem Tag an den Kundgebungen teilzunehmen. Weil das für mich sehr wichtig ist, gerade als Ausländerin, meine Meinung einfach kundzutun. Und ich bin eigentlich auch in Gotha schon lange aktiv, auch im Bündnis gegen Rechts. Wie zufrieden sind Sie heute mit der Demo? Ich bin sehr froh, dass so viele Leute teilgenommen haben. Wäre nicht Schulferien, wären bestimmt noch viel mehr Leute da. Dann vielen Dank. Ob jung, alt und aus diversen sozialen Schichten. Sie alle haben hier in Gotha ihre Stimme genutzt, um laut dem Gotha als Bund e.V. friedlich für Toleranz, Weltoffenheit, Demokratie und Solidarität zu demonstrieren.